Der Countdown läuft. Ab dem 10. April können Technik-Junkies die neue Apple Watch vorbestellen. Umbinden können sie sich das coole Gadget aber frühestens am 24. April. Das ist gut, denn so bleibt genügend Zeit, sich das passende Zubehör auszusuchen. Für eine Apple Watch darf es selbstverständlich nicht irgendeine schnöde Tasche sein. Das Time Travel Case der Firma Waterfield etwa sieht nicht nur schön aus, sondern bietet auch Platz für Ladekabel und Kopfhörer. Auch am Arm darf das gute Stück natürlich keine Kratzer bekommen. Künftige Apple Watch-Besitzer bestellen deshalb am besten schon jetzt Schutzhüllen für das Gehäuse. Zum Beispiel die Variante aus Aluminium und Gummi von Defense Edge. Damit die Ur-Apple-Fans künftig durch den ganzen Tag begleitet, soll der Zusatzakku im Reverse Chap die Laufzeit verlängern. Für dieses Gerät heißt es allerdings noch etwas Geduld haben. Um die Apple Watch daheim standesgemäß aufzuladen, gibt es mehrere schicke Ladestationen. Das edle Modell aus Walnussholz von Dodo Case etwa kostet knapp 70 Dollar. Aus dem gleichen Material und in ähnlicher Preislage ist die Ladestation von Composure. Die Version von Griffin ist mit knapp 30 Dollar deutlich günstiger. Sie besteht allerdings auch aus Kunststoff. Wer mit der Apple Watch seine Fitness kontrollieren möchte, freut sich außerdem auf einen Clip, mit dem er die Uhr am Lenker seines Fahrrads befestigen kann. Wann das Produkt der Firma VarCyClip auf den Markt kommt, steht jedoch noch nicht fest.